Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und wir hatten uns das letzte Mal ja schon rumgeärgert mit der Schneckenzucht da. Da habe ich jetzt ein paar mehr Informationen. Und zwar brauche ich tatsächlich zwei Schnecken. Und ich war jetzt mal eine größere Tour, um Schnecken zu farmen, aber ich habe es noch nicht ganz. Also das ist echt Wahnsinn. Das mache ich wahrscheinlich so nebenbei dann. Wir haben hier erstmal übrigens eine Kapselparty. Also das sind Alien-DNA. Blaue Schnecken-DNA, da brauche ich 200. Also noch 7 Schnecken. Gelb, weiß ich gar nicht. Auch 15 Schnecken? Nee, kann gar nicht sein, oder? Egal. Und das ist... Okay, das ist die Biomasse. Auf jeden Fall brauchen wir dann 2 Schneckeneier. Die kann ich hier herstellen. Dann brauchen wir hier die richtigen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten. Das müssen wir dann mal sehen, wie das funktioniert, wenn es soweit ist. Gut, aber wir reißen das jetzt mal ab, weil... Ach nö, Kisten. Gut, kann ich irgendwas wegschmeißen? Stahlstangen vielleicht mal. Mist. Mist, Mist, Mist. 41 Förderbänder. Ich werde mich nachher so in den Arsch beißen, dass ich die Förderbänder weggeschmissen habe. Gut, passt. Genau. Und dann hatte ich letztes Mal ja das Problem. Ich habe irgendwie nicht gedacht, warum... das mit dem Wasser nicht funktioniert. Also die Animation war ja da die ganze Zeit. Aber ich hatte keinen Wasserverbrauch. Jetzt habe ich Wasserverbrauch. Beziehungsweise jetzt aktuell gerade nicht, weil das Lager hier echt vollgelaufen ist. Und ich denke, wir bleiben auch so, weil ich habe aktuell noch keine Verwendung dafür. Wenn wir es dann mal brauchen, können wir das umbauen. Aber ich muss in diesem Teil da drinnen... das Rezept umschalten. Man kann hier einmal normal und einmal angereichert machen und dann funktioniert das. Sehr cool. Und man sieht, es geht schon tatsächlich Wasser aus. Also wir brauchen wirklich... Wie viel war das jetzt? 45 mal 460, 180 Wasser. So viel kommt gar nicht. Es kommt irgendwie bloß 60 Wasser. Aber ich denke mal, jetzt fürs Erste reicht. Reicht es. Dann hätten wir theoretisch noch ein Problem und zwar... kommt mir hier viel zu viel von diesen Karottensamen rein. Ist momentan auch noch wurscht, weil die Lager sind ja eh voll, also von daher ist wurscht. Aber das müssen wir alles nochmal umbauen, glaube ich. Gut. Der Plan für heute ist, wir gehen mal hinter zur Kohle und schauen uns mal die Kohleenergie an. Das sollte jetzt nicht so kompliziert sein, aber ich sag's lieber nicht, am Ende geht's total schief. Und ich würde gerne... da hinten dieses eine Erz noch anschließen zumindest. Also das Erz, was ich eigentlich unter mir holen wollte in der Höhle. Das holen wir von da hinten. Und ich habe eine Information bekommen, auch danke dafür, wegen dem Übertakten. Und zwar sollte ich da mal in die Schwefelforschung reinschauen. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Habe ich Schwefel dabei? Natürlich nicht. Aber Schwefel hätten wir da unten. Gut, wir schauen mal ganz kurz in die Schwefelforschung rein. Wo ist denn das Schwefel? Hier. Hier. Ernsthaft? Ja, hehehe. Gib mir den Draht. Wie viel brauche ich? 30, oder? Gut, noch zwei. Ich habe so das Gefühl, es geht ein bisschen langsam, ne? Ne, es läuft gut durch. Naja. Ma'am. Wie viel? Ey, da muss ich ja erstmal schwere modulare Rahmen machen. Das ist jetzt total dumm. Okay. Wie viel Extraktion? Flüssigkeiten sind... Ja, okay. Gut, so weit sind wir nicht. Ich würde eh behaupten, wir machen jetzt erstmal eins nach dem anderen und fangen jetzt direkt an mit der Kohleenergie. Habe ich da alles dabei? Gut, die Bohrköpfe natürlich. Modulare Miner kann ich bauen. Und... das habe ich alles. Passt.
Ich brauche bloß irgendwie Platz für die Bohrköpfe, aber im Zweifel schmeiße ich es kurz weg. Oder nicht wegschmeißen, sondern ziehe ich es aus meinem Inventar raus und hebe es danach wieder auf. Das geht. Gut, hier kommt alles, das ist sehr gut. Bei Messing habe ich immer so Bauchschmerzen, das läuft zurzeit nicht ganz so cool. Naja. Gut, übrigens Leute, wenn ihr Bock habt, ja, bitte gerne abonnieren, würde mich freuen. Wäre eine Hilfe, aber natürlich keine Pflicht. Aber wäre cool. Genau, eine Kohle oder ein Kohlevorkommen haben wir noch frei. Und das habe ich leider ein bisschen verbaut. Das war nicht so cool. Die Frage ist natürlich jetzt, wie machen wir das? Gehen wir eine Etage tiefer? Weil wir müssen sowieso... Ja, wir gehen eine Etage runter und bauen da unten die Kohleenergie auf. Übrigens, ich kann euch mal was demonstrieren. Fallschaden, jetzt mal mit Absicht. Und ich habe Karotten. Also, man sieht's kaum. Das Leben füllt sich auf, aber dann brauchst du ja eine Milliarde Karotten für ein Leben. So bekommt man das Inventar auch frei. Gut. Tja, auf welcher Höhe bauen wir denn das ganze Zeug? Ich würde sagen, das ist zu niedrig. Also hier auf der Höhe, oder? Ja, genau. Wasser hätten wir auch in der Nähe. Wie komme ich jetzt da hoch? Och, Mann. Arschlecken. Beziehungsweise, ja. Nicht schön, aber es funktioniert erstmal. Genau. Machen wir hier mal so eine Foundation hin. Gehen da mal rüber. Ah, eins noch vielleicht. Ja. Also das mit den Schnecken, das mache ich so nebenbei. Wenn ich mal eine Schnecke finde, sammle ich sie ein. Und dann haben wir es auch irgendwann mal. Also keine Ahnung. Da jetzt großartig farmen gehen, habe ich jetzt keine Lust. Dann machen wir das hier auch gleich mal schön. Schön bauen ist bei mir ganz wichtig. Lol. Gut, dann haben wir hier auch einen Treppenaufstieg gleich mal. Dann kann ich den da hinten eigentlich wieder wegmachen. Jetzt ist die Frage, reicht das? Ich würde das gerne mal mit drei Anlagen probieren. Einfach mal rauszufinden, wie viel Strom machen die eigentlich. Wie viel Kohle brauche ich dafür. Und so weiter und so weiter. Ah, vielleicht noch ein bisschen. Gut. Ah, wie war das jetzt? Ah, fuck, ich habe den Generator vergessen. Da brauche ich Draht dafür. Nein, ich bin manchmal so... Ah, Moment mal. Ich brauche für den Generator... Zack, da brauche ich die Kühlplattformen ja auch. Die könnte ich aber wahrscheinlich auf einen sogar. Moment mal, da brauche ich vier. Ich glaube, von denen brauche ich... Von denen brauche ich jeweils einen, kann das sein? Und von denen bloß einen insgesamt. Ach du Scheiße. Ja, cool. Mist. Das heißt, wir bauen jetzt mal so schnell, also das heißt schnell, so viel wie es nur geht. Heizkesselplattform, drei Stück. Eins, dann lassen wir mal zwei frei. Habe ich wieder gut gemacht.
Moment mal. Da falle ich sonst runter. Kennt mich doch. So, 1, 2 freilassen. Genau. Dann kommt hier der Kohleheizer rein, unten. Ich glaube, das funktioniert 1 zu 1 genauso wie mit der Bio, mit dem Biowasser. Bloß, dass ich dieses Aufgedränne nicht mit dem Biowasser habe. Eigentlich einfacher als es mit dem Biowasser. Ich kann die Kohle direkt reinhauen. Hoffe ich, hoffe ich. Dann brauche ich oben den Heizkessel. Genau, zack, zack, zack. Dann geht es dahinter weiter mit... Ich glaube damit. Ich glaube. Habe ich da Platz? Moment mal. Weil hier kommt dann theoretisch der Generator drauf. Ja, hier kommt der Generator drauf und davor die Turbine. Jetzt ist irgendwas aufgeplatzt und will mit mir kämpfen. Übrigens, hier ist die Erde. Lustigerweise bin ich jetzt schon wieder dabei, die Erde einzubauen. Mit Foundation genauso wie da hinten und auch wieder mit Energieanlagen. Aber ich glaube, da kommen wir noch vorbei. Also das ist eine andere Erde, wie wir da hinten haben. Also die hier zumindest. Bei der weiß ich es jetzt gar nicht. Gut, aber Platz sollte reichen. Wir machen davor auf jeden Fall nochmal was. Ich könnte mir jetzt mal schnell oben, haben wir ja Kupfer, mal schnell 30 Draht mit der Hand machen oder 20, was fehlt, damit wir das mal sehen, ob das überhaupt funktioniert an einer Anlage. Ah, Kupfer in dieser Form halt. Das ist doch Kupfer, ja. Beziehungsweise, Moment mal. Hier überall, hier. Das ist falsch. Aber nicht schlimm, weil ich brauche ja eh... Miner, 5 Stück. Jetzt stacken sie wieder. Also ich weiß auch nicht. Manchmal stacken sie, manchmal nicht. Damit. Dann kommt dafür hier das hier her. Ah, ich kann sogar Draht machen, fast. Was habe ich jetzt gebraucht? 50, oder? Ja. Oh, 1,5 Leben verloren. Ich könnte jetzt ungefähr 10.000 Karotten essen. Ich könnte aber auch mal die Kartoffeln essen. Dinge ja noch weniger, oder? Wieder ein Slot mehr frei, passt. Gut, dann musste ich irgendwie... Wie ging das jetzt? Und zwar... Kühlplattform, aber andersrum. So. Zack. Ich bin mir auch sicher, dass man... Oder was heißt sicher nicht, aber ich glaube, man könnte auch mehrere Anlagen auf eine Kühlplattform, beziehungsweise auf einen so einen... Ja, das ist die Frage, was kommt da jetzt hin? Der Dampfkühlturm, kann das sein? Dass man da mehrere auf einen solchen Kühlturm, Dampfkühlturm fusionieren kann. Ich glaube schon, weil... Moment mal. Heißer Dampf. Wir gucken einfach mal. Der CO2-Kühlturm war der große, Schornstein. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Okay, wir gehen mal zurück und schauen uns das an. Ich muss eh zurück, also daher hilft ja nichts. Aber wir könnten mal noch gucken,
gar keinen Sinn mehr, da eine Foundation drunter zu setzen. Ja, weil es schön ausschaut. Geht das? Von oben her? Ja. Ja, geht schon. Dann Stahlbohrkopf. Dann bekommst du mal hier Strom. Ich mach mal gleich zu MK2. Okay, gut. Und wie viel machst du jetzt? 120 Kohle. Das heißt, da müssen wir mal gucken, wie viel Kohle diese Stromanlagen dann brauchen. Also diese Kohlegeneratoren. Mir fehlt halt echt nicht viel. Das ist jetzt ärgerlich. Aber sonst habe ich alles. Ja gut, Eisenbleche bräuchte ich auch. Eisenplatten. Naja, dann gehen wir doch mal zurück. So, ein bisschen nach Schnecken ausschalten. Ja, da hinten. Aber ich laufe jetzt nicht dahinter zu der Schnecke. Wir müssen eh irgendwann mal expandieren und was weiß ich. Hier wäre eine. Ja, egal. Das machen wir nebenbei irgendwann mal. Obwohl es schon interessant wäre. Gut, Blei, Eisen und Kupfer. Das habe ich, glaube ich, alles noch in der Hauptbase. 120, okay. Ich müsste langsam mal gucken. Also ich denke mal, weil ich ja auf MK3 Bänder umstellen will eigentlich. Aber ich habe noch zu wenig. Was wir auch mal gucken könnten, wäre... Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Okay, schauen wir gleich mal, wie viele Kupors wir mittlerweile eigentlich haben. Da müssten wir ja so viele haben. Dank den Containern. Gut, wir brauchen auf jeden Fall... Dann kann ich das wieder wegschmeißen. Draht... Das ist Bronze, da nehme ich auch nochmal Kupfer mit. Habe ich eigentlich, glaube ich. Brauche ich auch nicht. Kabel, 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 Kabel. So, was fehlt mir jetzt noch? Bleibleche. Und Eisenplatten. Und wegen mir nochmal Schrauben. Schrauben gehen immer. Oh, Platz ist ganz schön beengt. Beengt, ja. Und dann habe ich noch zwei Plätze frei. Naja, gut, das sollte reichen. Sonst bleibt Bleche. Sollte auch reichen. Gut. Dann schauen wir mal ganz kurz hoch, wie ich das da oben gebaut habe. Ist ja gleich hier ums Eck. Genau, es kommt hier der CO2-Schornstein hin und hinten der Dampfkühlturm. Und beim Dampfkühlturm... Das ist natürlich die Frage. Es ist eigentlich total verschwenderisch, da jeweils einen hinzubauen, weil ich glaube, da könnten schon 4, 5, 6, 7, 100 Anlagen über eine Anlage laufen. Über einen Dampfkühlturm und wahrscheinlich auch über den Schornstein. Aber das ist mir dann zu viel gefrimmelt da mit den ganzen Bändern, mit den Pipelines. Testen wir gleich mal. Gut. Wir könnten mal ganz kurz einen Abstecher dahin machen und mal gucken. Oh, Fallschaden wieder. Ja, egal. Könnt ihr auch wieder 500.000 Karotten essen. Zu den MK3-Bändern. Mal hingucken, wie viele da mittlerweile da sind. Ach,
38%. Ja, schaut gut aus. Es wird. Ich glaube, das sollten wir noch ein bisschen warten. Dann latschen wir alles wieder zurück. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe mit den ganzen Bändern upgraden. Dann will ich ja überall MK2-Bohrköpfe reintun, also diese Stahlbohrköpfe. Muss ich noch machen. Und ich will das Lager dahinter versetzen. Mit so intelligenten Containern, also mit diesen Shredder-Containern. Die ist eigentlich schon... Ja, egal. Wenn ich immer egal sage, dann bekomme ich nie mein Schneckenei. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Der CO2-Schornstein stand vorne. Oh, es gibt wieder. Genau. Brauche ich mehr Platz. Definitiv. Die Frage ist jetzt natürlich. Also ich kann auf jeden Fall nicht weiter in die Richtung hier gehen. Weil ich gerne die Erde da hätte. Ich will die nicht schon wieder zum, verbauen. Das heißt, wir müssten dann quasi drei da und dann auf der anderen Seite hier welche machen. Mal gucken. Aber wir machen jetzt erstmal die drei fertig, beziehungsweise erstmal eins. Mal gucken, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Und dann, wenn unser Strom wieder langsam ausgeht, was wahrscheinlich nächste Folge schon wieder sein kann, dann... Gucken wir mal. Also das war jetzt so. Das ist aber nicht gerade. Das ist doch scheiße. War das echt immer so schief? Nee. Moment. Wieso machen? Ah, geht doch. Oder? Ah, ich war dort und hab's mir angeguckt. Und das geht dann da runter. So, jetzt brauchen wir hier erstmal irgendwo Strom. Der hier, genau. Und dann müssen wir jetzt erstmal irgendwie dieses Drama daherlegen. Ja, das bekommen wir aber auch hin. Da habe ich schon eine Idee. ...120, das heißt, ich kann das theoretisch auf einen Mann fusionieren. Dann machen wir das doch. Am besten... ...vielleicht so. Kohle kommt, perfekt. Machen wir das wie immer. Und die Richtung dann. Oh, das passt ja super. Das einmal gut gemacht. Muss ich mir gleich irgendwo aufschreiben. Jetzt muss ich eh runter, oder? Ja, das geht. Komm schon, komm schon, komm schon. Sei einmal gut. Ach, jetzt falle ich runter. Das geht nicht. Ich bekomme diesen Bogen hier nicht hin. Shit. Machen wir es halt so. Gut, dann dackeln wir wieder hoch.
Das war natürlich jetzt dumm. Genau, dann kommt jetzt hier ein Splitter her. Und ich brauche eigentlich auch noch... Moment mal. Ich glaube, ich brauche noch Wasser, kann das sein? Shit. Gut, wir machen jetzt dann hier erstmal. Moment mal. Die muss ja so rum, richtig, ja. Da und dann da. Genau, dann brauche ich nochmal eine Kühlplattform. Die stellen wir jetzt davor. Jetzt ist schon wieder irgendwas geplatzt. Habt ihr das gehört? Wahnsinn. Kühlplattform, genau. Und da kommt jetzt der Kühlturm hin. Und hier machen wir das jetzt so. Pipeline-Kreuzung. Ich hoffe, es geht sich aus. Ja, es sollte sich ausgehen. Das ist doch nicht gerade. Was gerade? Nee, auch nicht gerade. Geht auch nicht. Ja, ganz gerade geht's irgendwie nicht. Ja, aber das passt schon. Machen wir mal genau. Nein, machen wir es nicht. So. Gut. Du brauchst keinen Strom, genau. Und da fließt jetzt natürlich nichts. Die Frage ist, habe ich das jetzt richtig angeschlossen? Es schaut mir irgendwie ein bisschen schief und buckelig aus alles. Ich habe aber schon 255 Grad. Das Teil ist schon wieder so laut. Man konnte das irgendwo leiser stellen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Hm. Egal, aber es fehlt irgendwas. Kann das sein? Ich glaube Wasser. Ich will doch bloß da hoch. Obwohl er macht. Arbeitet. Offline. Aber er sagt mir nicht, was fehlt. Ich glaube, da muss echt noch Wasser rein. Oder ist es komplett falsch? Das kann natürlich auch sein. Hochzehn Kohle. Da kann ich fast 10 Anlagen bauen. 8. Das ist okay. Schnauze. Die Frage. Da hinten ist übrigens auch nochmal Erde. Dann kann ich vielleicht doch noch ein bisschen rübergehen, wenn das die gleiche Erde ist. Die Frage ist natürlich jetzt. Hier kommt nichts an, das ist klar. Ihr sagt mir aber auch nicht, dass was fehlt. Kohlenstoffdioxid. Es geht ja auch ein bisschen raus, aber die Frage ist, wohin geht's? Flüssigkeit, Gaspuffer. Hier. Genau, der dampft das jetzt ab. Sehr schön. Das ist natürlich jetzt doof. Ah, da ist es ja. Noch Wasser. Gut, das war mir fast klar. Bit. Wie viel Wasser brauche ich da? 50? Das obere Gebäude.
Keine Ahnung. Sehe ich erst, wenn Wasser da ist. Gut. Das heißt, wo holen wir am blödsten Wasser her? Also, das ist ja wirklich ein Luxusproblem. Wenn ich hier kein Wasser finde, dann weiß ich auch nicht. Sieht schon eigentlich ziemlich geil aus, wenn das so auf Foundation steht, alles. Ich glaube, wir holen uns hier jetzt Wasser. Die Frage ist, wie viel brauche ich? Wir machen mal zwei. Und hier oben müsste das Erz sein. Ja, da sieht man es ein bisschen. Gut, egal, Wasser. Wahrscheinlich habe ich jetzt keine Teile dafür. Energiespeicher würde ich auch gerne machen. Könnte ich sogar. Sollten wir auch einen Angriff nehmen. Solarpanels, muss ich mal gucken. Egal, Wasser. Schön auszurichten. Und dann übelst die schiefe Pipeline zu bauen. Ne, wir gehen da jetzt mal runter. Da Platz irgendwo. Das ganze Zeit ist irgendwas auf. Da oben drauf, glaube ich. Gut, und dann bauen wir hier jetzt nochmal. Komme ich das schön sauber hoch? Oh, der sieht legendär aus. Ja, passt doch. Das ist die Frage. Ich habe keine Wandhalterung, glaube ich. Und ich habe vergessen zu schauen, wie viel Kupors ich habe. Pumpe machen wir mal hier, das sollte so reichen. Und dann mal gucken, wie wir mit dem Strom machen da unten. Ich möchte nicht, dass es immer durch irgendwelche Foundations das Kabel geht. Ja gut, so behindert müssen wir es aber auch nicht machen. Da hinten ist Strom. Yeah. War ja klar, jetzt sehe ich es wieder nicht. Wir behaupten, es schaut gut aus. Es könnte sein, dass wir vielleicht nochmal eine Pumpe brauchen. Machen wir das denn jetzt hier? Ich lege mal das Band auch noch da rein. Das ist natürlich doof, dass es jetzt genau immer drüber ist. Hä? Wie können wir das denn machen, dass es schön ausschaut? Das ist ja ein Schmarrn, ich muss ja eh hoch. Ist das eine Höhe? Ne, ist es nicht. Moment mal, ich mach das mal wieder weg hier. Das werde ich doch wohl zum Laufen bekommen heute. Hey, ganz hoch bekomme ich es nicht. Höher geht die Stütze nicht. Ich glaube, bis hierhin habe ich es gemacht, oder? Ja.
Komm, ich das jetzt so lang gesnappt. Ne, das geht natürlich nicht. Das hasse ich. Wie bekomme ich jetzt diese... Das ist halt einfach so. Hier geht es auch wieder nicht, weil hier jetzt das Förderband ist. Ah, shit. Gut, muss ich mich noch hart drum kümmern. Dann muss ich noch weiter hinter. Wir gehen mal dahin. Nee, das schaut doch super, ultra, mega Affenkacke aus. Oh, so hoch wie es geht, machen wir das hier auch nochmal. Ich bekomme das heute noch hin. Das ist das Karma, was ich vorher gesagt habe. Ja, das geht schon, so schwer ist das nicht. Ja, ja. Gut, und dann geht es jetzt hier runter. Und jetzt wird da ein Schuh draus. Ja. Okay, ich glaube, da kommt das Wasser aber nicht mehr hoch. Müsste ich davor nochmal eine Pumpe einbauen, das war kein Problem. Kommt schon. Ich habe das Gefühl, bei mir ist immer dunkel. Obwohl man das bei dem Spiel, also bei der Mod, nicht einstellen kann. Also man kann schon einstellen, dass es lang hell ist, dann ist es aber auch lang dunkel. Und die Perma-Day-Mod funktioniert nicht. Es gibt aber, glaube ich, eine, die das schon irgendwie macht. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Das wäre super geil. Zumindest optisch. Mein, da macht es ja bei den Solaranlagen keinen Sinn mehr. Okay, hier kommt das Wasser an. Zack, der Fuß kommt weg. Das, bautechnisch abgenommen, das hält auch ohne Fuß. Tja. Schauen wir mal, ob das da hochkommt. Ich glaube nicht. Lassen wir mal die Pipeline ein bisschen volllaufen. Ja, komm, komm, komm. Dass das immer so 100 Jahre dauert. Ich denke mal, ich brauche eine Pumpe. Ja, ist ja auch wurscht. Aber so rum. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das wirklich was bringt, aber... Das lag aber nicht an der Pumpe, glaube ich. Gut, jetzt müsste da Wasser drin sein. Es kommt was, es kommt was. Jawohl, jawohl. Es dauert jetzt kurz. Währenddessen... Können wir mal den ganzen Spaß da drüben noch machen? Zack. Zack. Dann brauchen wir dich. Dann brauchen wir dich. Also übrigens, gerne, ich sag's immer wieder mal, aber habe auch ewig gebraucht. Mittlere Maustaste ist kopieren. Ob irgendwas drauf, mittlere Maustaste. Die meisten werden es wissen, aber. Gut. Sehr gut. Sehr schlecht.
Was ich auch nicht verstehe ist, die sind ja gleich lang. Die Pipelines hier, die hier und die da hinten. Warum hat die ein Loch? Also so ein Ventil-Dingsbums, ihr wisst schon, was ich meine. Da, dass es auf und zu geht und die da hinten nicht. Und die auch. Ich will das gerne, ich finde das schaut geiler aus. Okay, na, dann halt nicht. Es gibt, aber man kann tatsächlich im Shop freischalten, dass die alle das nicht mehr haben. Das geht. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Gut. Dann müssen wir mal gucken. Das könnte ein bisschen arsch eng werden. Geht. Geht, geht, geht. Genau. Und das geht dann da rein. Dann brauchen die noch Strom. Und dann sollte alles laufen. Hoffentlich, hoffentlich. Nee, das ist schlecht. Das ist gut. Strom. Also quasi hier für den und hier für den. Gut, jetzt schauen wir mal. Warum leuchtest du rot? Leuchtest du grün und du rot? Offline. Okay, der hat schon ein bisschen. Okay. Drüben müsste es eigentlich mal Gas geben. Hier die Turbine. 150 Megawatt bringt der eine. Okay, das ist aber, ich finde, wesentlich einfacher. Auch wenn es vom Bauprinzip her die gleiche ist, als mit Biowasser. Weil, jetzt ist wieder was aufgeplatzt. Weil ich das Problem habe mit dem Biowasser, dass ich das aufteilen muss in diese Bioarten. Und dann muss ich das wieder umbauen. Und ihr habt das ja letztes Mal gesehen. Das ist ein ziemliches Drama. Okay, das wird bloß rot, wenn da kein, nicht genug Dampf drauf ist. Aber das dauert ein bisschen, oder? Was haben wir da oben für eine Hitze? 20 Grad ist nicht viel. Ach ja. Ach ja, scheiße. Ach ja, puh. Sollte mich beeilen. Bevor der drüben auch noch abkühlt. Gut, Kohle im Arsch. Ich hab noch ein bisschen was in der Tasche. Hä, aber da müsste doch die Kohle verballern. Der müsste doch die Temperatur halten, warum macht er das nicht? Hier macht er das. Hier brennt er quasi die Kohle die ganze Zeit. Mehr oder weniger, man sieht es zwar nicht durchlaufen. Er verbrennt sie. Aber hier. Kohlenstoffdioxid ist voll. Ah, ich bin so doof. Falsche Gebäude gesetzt. Kann natürlich nicht gehen. Jetzt müsste da das reinfließen. Jawohl. Okay, es würde doch nicht gehen. Es braucht tatsächlich jeder eine Anlage, weil der produziert hier... Jawohl, nee. 20 pro Minute. Also 3 könnte ich anschließen und 75 kann er verarbeiten. Aber da müsste ich ja die ganzen Pipelines, obwohl es würde gehen. Ich ziehe einfach einen Strang durch. Das würde sogar gehen. Ja, das würde gehen.
Jetzt haben wir es schon so. Wurscht. Alter, wir sind viel zu viel drüber schon. Lol. Okay, gut. Gucken, wie schaut es mit dem Strom aus? Ich meine, da kommen jetzt nochmal 300 Megawatt dazu, glaube ich. Dann sind wir wieder gut. Wir haben jetzt gut Puffer. Das heißt, wir können das nächste Mal dahinter gehen und uns das Erz holen. Gut, Leute. Sehr lange Folge heute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.